Und wir schalten jetzt nochmal an die Börse. Sabrina hat nämlich einen Gast. Thomas Nagel ist auf dem Parkett, Aktienhändler bei Eqinet in Frankfurt. Und ja, die beiden, die werden sich nochmal den DAX vorknöpfen, wie es denn weitergehen könnte. Ja, ganz herzlichen Dank. Also das war nichts für schwache Nerven. Letzte Woche war das lediglich eine Korrektur der vorangegangenen Überreaktion. Kann man das so ausdrücken? Im Ansatz sicherlich. Ich würde doch denken, dass wir die nächsten Tage und Wochen einiges sehen werden, was das vielleicht ein bisschen gerade rückt. Wir haben hier eine Übertreibung gehabt in den letzten Wochen, ganz klare Sache. Das ist ein erster Schritt gewesen. Jetzt gilt es zu schauen, was wir darauf anschließen können. Das wird sicherlich sehr spannend werden. Aber 4% plus auf Wochensicht, das schreit doch auch nach einer Überreaktion, oder? Ja, wer redet denn von den 10%, die wir vorher gefallen sind? Darüber hat sich komischerweise niemand aufgeregt. Und ich denke, man muss das wirklich relativieren. Das ist eine Gegenreaktion momentan, die gelaufen ist, so eine Art Short Squeeze. Und mehr ist es momentan noch nicht. Was eben hinterherkommt, da müssen wir wirklich die nächsten Tage mal drauf schauen, was passiert. War das auch bei den Banken so, eben weil sie so stark gefallen sind? Waren das die ersten Kandidaten, die eben nach oben wieder was zulegen konnten? Der gesamte Bankensektor ist der Sektor gewesen, der diesen Markt extrem belastet hat, gerade drüben in Amerika. Und wir dürfen nicht vergessen, der Bankensektor in Amerika alleine hat in den letzten 2,5 Monaten über 40% verloren. Da gibt es ein Wort für, das heißt Crash. Und davon haben wir 25% aufgeholt in 2 Handelstagen. Und das, denke ich, ist mal sehr, sehr wichtig. Und ausgelöst wurde es auf jeden Fall durch die Äußerungen, die die SEC halt gemacht hat in Richtung Short gehen und ähnliche. Also nicht die Zahlen von Citi und JP Morgan dafür verantwortlich? Überhaupt nicht. Ich denke mal, was sicherlich sehr, sehr positiv war, es gab nichts extrem Neues, Negatives dazu. Aber den tatsächlichen Auslöser dafür war allein diese Aussagen der SEC und eben das reine Covern dieser Short-Position. Weil man darf nicht vergessen, 30% aller ausstehenden Aktien in Amerika sind allein geschortet gewesen im Bankensektor. Und das ist sehr, sehr viel. Wird es noch weiter stützen, diese Entscheidung? Kurzfristig denke ich, dass noch einiges möglich ist. Allerdings muss man klar auch mal 1 oder 2 Tage hier eine Korrekturphase einkalkulieren und erst danach werden wir sehen, wie weit es wirklich, wie groß der Umfang der Short-Position wirklich gewesen ist. Es darf aber definitiv nichts Neues, Extremes, Negatives dazukommen, weil dann wäre das natürlich eine Basis für die Shortseller, wieder in den Markt massiv reinzugehen. Was erwarten Sie denn jetzt kurzfristig für diese Woche vielleicht für den DAX? Also ich denke, an Nachrichten glaube ich nicht, dass uns irgendwas wirklich bewegen kann. Klar, wir warten wieder auf die nächsten Unternehmenszahlen und wieder die nächsten Unternehmenszahlen. Das wird Intraday in der Sekunde, wenn es rauskommt, mal kurz für 30, 40 Punkte in die eine oder andere Richtung gut sein. Aber eine richtige Richtung dafür wird es meines Erachtens nicht geben. Da werden wir uns wirklich auf andere Fakten verlassen müssen. Und das wären die, wenn die Investoren in diesen Markt endlich mal wieder reinkommen würden, weil die sind nicht da. Dann hoffen wir, dass das passiert. Vielleicht ist es ja schon diese Woche da soweit. Ganz herzlichen Dank, Herr Nagel. Und damit gebe ich zurück nach Köln. Ja, herzlichen Dank nach Frankfurt.